Nee, was ist ein Juwel? Lande ich erstmal wieder. Okay, Slash, TP und dann den Namen oder was? Richtig. Wow. Ist hier hell. Moin. Ach Scheiße. Brauchst du Klosteine? Gerne, aber noch nicht. Warte. Gerne, aber noch nicht. Kannst du oben schon einbauen, Ja, direkt aber eigentlich. nein. Klosteine, so wie sie sind, kann ich nicht einbauen. Aber Ich ja, hau sie dir hin. aber nein. Ich hau sie dir hin. Ach, die müssen ja auch gebaut werden, stimmt. Die müssen ja auch noch gecraftet werden. Ich hau sie dir hin, die rechte Kiste, okay? Warte. Ding. Und? Was sagst du? Geil, oder? Ich sage, ich glaube, ich habe mal ganz Schrott hier aus der Tasche. Toll, danke. Ich hätte gern geholfen. Arschloch. Danke, das ist toll, das ist ganz toll. So Rücksichtsloser, schön viel. undankbarer, blöder Arsch. Nur leider muss ich dir sagen, das reicht lange noch nicht für das Jogwerk. Ja, ich kann ja auch wieder runter, aber ich muss mehr Fackeln mitnehmen, dass ich mir irgendwie eine Orientierung baue. Gott, wir gehen hier nochmal Redstone Hat lang. eigentlich jemand gesehen, dass wir Glowstone auf dem Dach haben? Redstone-Lampen? Lass mich mal überlegen. Vielleicht fällt es mir ein. Ich habe noch nie eine gebaut. Warte, ich weiß es. Wir brauchen. Brauchst Glowstone in der Mitte und Redstone drumrum, glaube ich. Ich glaube andersrum. Ich dachte eigentlich, dass du, Redstone in der Mitte und Glowstone drumrum. Das Nee, sehe ich so auch. viel Glowstone verbrät das nicht. Nee, stimmt, der Martin hat recht. Oh, Klugscheißer. Ja, und warum weiß ich das? Weil ich fleißig eure Folgen geguckt habe. Oh. Da hat er sich hier gerade gerettet, ich Nicht nur weiß. Klugscheißer, sondern auch noch Schleimer. Gibt's was Schlimmeres? Ja. Ja, Timo. Timo steht ja auf einer ganz eigenen Skala, was sowas betrifft. Ja. 0 von 100. 0 Ah, von Kacke. 33, das ist ja echt nichts, wenn wir Redstone holen. Auch Schienen. Ich würde sagen, wir enthüllen unseren Jetzt Baum, hast du die unseren Ruhe heiligen gestört, es war Sirion-Baum. gerade so schön still. Ist mir scheißegal. Ich Was? bin dafür, wir enthüllen unseren heiligen Sirion-Baum einmal im Jahr. Und zwar an dem Tag, wo wir die AIDA angefangen haben zu bauen. Was heißt enthüllen? Was enthüllen? Ja, der ist doch mit Sand zugebaut momentan, der heilige Sirion-Baum. Und einmal im Jahr bitte geöffnet, um Luft Wir zu haben keinen holen. Platz mehr für Wer Pferderüstung. macht denn sowas? Ich weiß nicht, wer es mit Sand zugebaut hat. Nicht. Das wäre jetzt so Lampen. Oh cool, vier Stück. Ja, wir haben noch ein paar. Da war es wieder still. So, Kaninchen, sag doch 62 mal Lampen. was. Erzähl doch mal was. Muss doch auch für irgendwas gut sein. Danke. Bitte. Sag bitte. Ein Traum. Ich könnte gerade ganz viel erzählen, ich habe ja nichts zu tun. Ich warte darauf, dass der Ladebalken sich weiter nach rechts bewegt. Mittlerweile ist er Du sogar kannst über dir ja schon mal beim der Mittelmeile MMOGA den Hörst du Key jetzt für auf, Dying mal Light jetzt dazwischen bestellen? zu quatschen? Ja, ich wollte hier einen Monolog halten. Achso. Entschuldigung. Hör auf, alle Leute Unglaublich. ständig Spiele aufdrängen zu wollen. Doch, das ist ein schönes Spiel. Das mag ja sein. Oh, es tut sich was. Oh, pass Oh. Rechner fährt rundum. der Ladebalken ist weg. Nein, nein, nein. Oh, Mojang, ich sehe das Logo. Ich bin gleich da. Also ich hoffe, ich bin gleich da. Ohne Gewehr natürlich. Ja, Ja, das ist ja auch bei gibt's ja Minecraft auch. nicht. Genau. Aber bei Dying Light gibt's Gewehre, habe ich Selten ein Spiel nicht, wo man Zombies tötet. Ich weiß, aber in Dying Light. So. Jetzt bauen wir jetzt so rein. Rot, Jack, and don't you come back, no. Rot, Jack, no more. Wer hat eine rote Jacke an? Weiß nicht, Timo.
Ja, Timo, ja, Timo, ne? Let's see, hoi, you say so! So. So viele schöne Lampen. Es wird hier voll hell. So, des Weiteren müsste sich einer um Dings kümmern, um die Inneneinrichtung der Zimmer. Wollt doch der Henne machen. Ja, aber ich kann nicht alles machen. Stell dich mal nicht so an. Erst bei allem hier schreien und dann, Hilfe, befeuert mich. Tag ein, Tag aus schufte ich jetzt hier an diesem Schiff. Ja. Okay, warte, das war der falsche Ansatz. Ja. Ab und zu mache ich hier mal was. Und. Es kann ja nicht angehen. Das Licht? Das doch, hat Schalter. Ach, halt's mal. Timo, würdest du bitte den Rhythmiker ausrichten? Ja. Dass er jetzt über dich mit mir kommunizieren kann. Rhythmiker, du kannst ab jetzt über mich mit Henne kommunizieren. Kannst du bitte dem Henne sagen, dass das im Falle von Death-Spielen unglaublich albern wird, wenn ich dir sage, wie er dich essen kann? Ja, er meinte, es wird im Falle von Depps total bescheuert werden, weil du einfach viel zu scheiße in diesem Spiel bist, hat er gesagt. Timo, würdest du Martin bitte ausrichten, dass ich erstens besser bin als er und zweitens wir eh alle immer im selben TS-Channel sind und du mitkriegst, was wir machen? Martin, Dan hat gemeint, du bist mega schlecht in Depps, er hat gar keinen Bock mehr mit dir zu spielen und er hasst dich. Okay. Kannst du dann bitte dem Männer ausrichten, dass er, bitteschön, dann doch einfach, ich fange einfach nochmal von vorne an. Ich hab dich lieb. Coli. Was? Ich hab dich lieb, soll ich sagen. Oh, Hallöchen, da wär ich jetzt auch mal. Was da. Soll ich sagen? Ich hab dich lieb. Zu dir doch, nein. Oh. Was? Zu Lina. Vergaß ich. Herr Admin, wären Sie so freundlich. Ach, das ist Ciclaro, Ciclaro. Ciclaro? Gameout 0. Geschätzten 30 Minuten habe ich es dann doch mal geschafft, dann mein Spiel neu zu installieren und bin jetzt auch da. Hallo. Hallo. Mann, bitte ausrichten, dass ich immer noch keine Erwiderung über dich erhalten habe. Martin, der Henne sagt, du hast einen kleinen Penis. Timo, das machst du wirklich schön. Danke. Den kleinen Penis. Traum. Du hast da was falsch gemacht. Ja, ich weiß. Wo sind wir letzte Folge stehen? Schon wieder. Henne, der Martin sagt, du siehst total scheiße aus und sollst dich mit deinem komischen Gebabbel in Ruhe lassen. Martin, der Henne hat gerade gesagt, es geht ihm alles im Arsch vorbei, was du sagst, und brichst ihn mega auf. Ach, Leute. Mir fehlen Schienen. Warum fehlen mir Schienen? Timo, denk dir bitte eine angewiderte Antwort aus, danke. Was gibt es denn jetzt zu tun hier, hä? Was gibt es zu tun? Es gibt zu tun, die Zimmer einrichten. So wie Beispiel 1. Oder du machst was Komplexes, und zwar die Zimmerbeleuchtung. Also die Schalträume bauen von den Zimmern. Musst dir unten okay, einen abgucken. Ich geh Holz hacken. Ich mach Holz. Ich mach so eine Schundarbeit für Idioten nicht. Ich geh Holz hacken. Und was machst du, Hähnchen? Ich kontrolliere den Timo bei deiner Arbeit. Richtig. Haust du ihn? Nein, das würde ich nicht tun. Nein. Was würde ich nicht tun? Ihn hauen. Nicht hauen. Nein. Warum ich kann mich nicht hauen. Guck, es geht nicht. Dähnchen, damit machst du dich überflüssig. Ach so, so. Fest zuschlagen ist das A und O hier. Vor allem beim Timo, der braucht das. Seit ich ja, das nicht mehr mache, haut ihn niemand mehr. Das Schöne ist auch, er steht auch noch drauf. Das heißt, er nimmt sie nicht mehr über. Ja, aber nur im Bett. Nicht so. So ist er langweilig. Dann geh ins Bett, bevor sie dich haut. Wenn du das unbedingt da brauchst. Oh. Nimm den Rechner mit. Muss aufnehmen. Ah, warum kriege ich immer eh, wenn ich in die Lore ein- oder aussteigen will? Das ist schrecklich. Keine Ahnung. Warum drückt man in letzter Zeit ständig bei allem, was man machen will, eh und merkt, dass es nicht geht? Komische du hast eine Maske auf. Ach, wo ist denn das Beispielzimmer? Das was? Ganz vorne. Das Beispielzimmer? Vorne unten. Ganz vorne, das erste, unten im untersten Stockwerk momentan. Aua. Das ist die Frage, ob du die Inneneinrichtung übernehmen willst oder halt die Schaltung. Musst halt mal gucken. Die Schaltung ist ein bisschen komplexer. Bau dich am besten ein Stück hoch und dann kannst du sehen, wie du den Redstone verlegen müsstest und so weiter. So. Also für das Stockwerk reichst du nicht ganz an Glowstone, aber fast. Immerhin. Ist schon ganz cool.
Das Akazienholz? Ach nee, ich glaube, sorry, wir brauchen viel mehr Redstone hin. Tut mir leid, die ganzen Zimmer müssen ja auch noch eine. Glowstone meinst du? Meine ich ja, ja. Die ganzen Zimmer brauchen auch eine Lampe. Glowstein! Scheiße, gut gemacht. Wie macht man denn diese Sitze? Diese das sind Treppenstufen. Mit Ach einer so. Normalen Stufe davor. Das hätte ich mir auch denken können. Ja, weil wir geil sind. Leider. Leider geil. Geil. Jetzt drin. Ich hab fürs Inventar, also ich war hab Steuerung heute auch nicht drauf. Nein, das war ein. Lügenpresse! Regie, können wir den Hintergrund nochmal haben? Lügenpresse, Lügenpresse! Seid ein Traum, das passiert auch. Ja. Lügen, ja, jetzt genau. Natürlich. Ich meinte mich. Mit ihr. Ich weiß nicht. Zusammen. Jetzt. Und für immer. Nicht. Nein. Deine Sex And a happy okay. New Year. Was? Ich bin gerade in Selbstverherrlichung verfallen. Schon wieder. Gut, ich bin schon bei der ersten Aufnahme Selbstverherrlichung, aber ich habe nie aufgehört. Okay. Allem, was ich sonst gesagt hätte, kann ich nur sagen, Lügen. Das ist Absicht, so. Dass auf der einen Seite ein Doppelbett ist und auf der anderen Seite ein Einzelbett? Ja, das sind die Einzelzimmer, ja. Die Innenkabinen. Okay, gut, billiger. Dann mache ich nur die eine Seite erstmal. Leuchtet alles, Lina, da hinten. Was? Guck mal bitte, ob alles leuchtet. Ach, der hat sich wieder in der Lichterkette den Arsch gesteckt. Oh, weißt du was, jetzt bin ich gerade weg. Okay, geh weg, geh weg. Nee, ich komm wieder. Okay, komm wieder. Wenn ihr immer wieder angerannt kommt, wenn er pfeift, wird er es nie lernen. Ja, das wurde mir schon öfter gesagt. Richtig. Unter anderem von mir. Nein. Nein. Sag das gern. Und dann ruft er mich und ich komme zu ihm. Ja, Schatz, das ist. So. Jetzt müssen alle Lampen an sein, glaube ich, hier oben. Ja, komm, voll. Okay. Ja. Geil. Das ist wichtig, weil ja später auf der AIDA alle Lampen schaltbar sein sollen. Genau. Passt alle Lampen. Passt alle Lampen. Passt alle. Also da oben leuchtet. Ja, du musst ganz vorne mir nur sagen, die da an ist, die vorderste Lampe bei der einen Strecke. Dann weiß ich, dass sie alle gehen. Bei welcher Strecke? Bei der Strecke. Bei der? Da kommt Kraft der Hinweis. Genau. Das ist sehr cool. Danke sehr. Lügenpresse. Ja, fast jede Lampe. Also hier läuft eine und dann. Kannst du bitte bei allem mitten dran in Klammern Lügenpresse schreiben? Das war schon, Lina. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Darf ich jetzt wieder gehen, ja? Du darfst jetzt lassen. Wieder ausloggen und pennen gehen oder so, ja? Ja, geh schon. Geh. Okay. Wie macht man nochmal diese halbhohen Holzreihe unten? Unten, ja. Platten machst du wie eine Platte. Oh, ich mach Holz. Ehrlich oder war das Lügenpresse? Lügenpresse! 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 So. Ich will immer Tab drücken für das Inventar, also heute habe ich es echt überhaupt nicht drauf. Da tappst du wohl im Dunkeln. Ich fand den gut. Tab ist ja prinzipiell fürs Inventar keine blöde Taste. Muss ich irgendwann beim Controller. X auf den Notfallfunktionen-Button legt und X auf Durchsuchen, wie bei Dying Light. Da klappt es aber gut. Was ist wieder los? Wenn es plötzlich Klick macht und dann. Genau, du denkst dir so: Scheiße, Scheiße. Hast du wieder was gefunden und hast eine Notfalle ausgelöst? Ja. Nein, ich sag dann meistens: Nö. Ja, stimmt. Die, Bäder, die Toiletten müssen auch noch gebaut werden hier quasi, ne? Die Anbauten. Weil hier fehlt noch quasi die Wand. Die Scheißhäuser, sag's wie es ist. Das ist doch eine Toilette, oder? Der kleine Raum hier quasi im Zimmer. Badezimmer. Durch die Tür und dann. Ja, das ist ein Badezimmer mit jedem Luxus, ja. Das sieht man. Weil die anderen Räume sind noch ohne Trennwand zwischen normalem Zimmer und Badezimmer. Ich weiß gar nicht, was du meinst, aber ja, bestimmt. Ja, das dachte ich mir, aber egal. Wird stimmen. Ja, dann weiß der Timo, das denn cool. Timo weiß nicht, guck mal, kann mir jemand sagen, warum die hier aus sind? Das Weil ist voll strange. Angemacht hat? Nee, pass auf, das sind auch Redstone-Lampen, die ich eingebaut habe. Alle sind an. Alle, wirklich. Außer zwei mittendrin in dieser Redstone-Schaltung. Die sind einfach aus. Die sind nicht an, obwohl sie genauso verschaltet sind wie alle anderen. Sicher, dass sie das sind.
Ganz sicher, kommt komm her und guck sie an. Ja, es kommt an. Jetzt ist er angegangen. Lügenpresse, Lügenpresse. Hallo. Ich muss die erst an, so wie ein Halogen habe, so pim 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 pim. Wie macht eine Halogenlampe? Auf typischer Ton einer deutschen Halogenlampe. So, ich weiß jetzt nicht, was der Kohli meint, den gucke ich gerade mal aus dem Mai. Gibt's hier irgendwo noch Holz auf der AIDA? Lügen! Ja, ich habe ein bisschen Akazien dabei. Ich bräuchte Birke. Da musst du. Ich glaube, das ist Birke. Birke musst du vorgehen. Nicht so. Für die Betten braucht man 3 Wolle und 3 Holz, ne? Mhm. Ja. Farbe ist, glaube ich, immer noch egal, ne? Ja. Guten Tag. Tag. So, was meinst du jetzt, was hier komisch ist? Hier ist eine Wand drin, die da. Genau. Die ist in den anderen Räumen noch nicht, die sind einfach nur leer. Das heißt, die Wand muss man auch noch einziehen. Genau, und du musst hier drauf achten, hier hinten, diese Wand hier dahinter, hinter der hier ist die Schaltung. Kannst du dir mal angucken, wie die gebaut ist? Die musst du möglichst auch so bauen. Wie das jetzt hier war. Wenn du hier hochspringst, siehst du, wie die verbunden ist mit der anderen Lampe. Ich mach Holz. Oh, Linchen hat auf Holz geklopft. Mhm. Hat da jemand heimlich Bäume? Nein. Da musst du eigentlich nur eine Treppe nach oben bauen immer. Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Wenn der Timo das geschafft hat, dann schaffst du das alle mal. Das richtig. Stimmt. Ah ja. Aha. Okay, mal gucken. Guck, jetzt musst du eigentlich nur quasi hier. Ah, musst du von oben machen jetzt. Scheiße, ich komme nicht mehr raus dann. Oh, jetzt haben wir ja. Das ist ja nur ein. Du kommst ja nicht mal hoch, ist ja mein. Richtig. Du hast aber verstanden, was ich meine. Du musst nämlich jetzt hier einen hinsetzen und einen Redstone drauf machen, dann ist sie nämlich verbunden, aber dann komme ich halt nicht mehr raus. Geh mal raus, kurz. Also hier ein Redstone hin, einen drauf und jetzt hängt Timo fest. Ja, cool. Und ich sehe dich eh nicht mehr. Ich komme wieder raus. Dann gehe ich mal Holz und Wolle holen. So. Besoffen. Habe ich gerade besoffen gesagt? Besoffen, ja. Ich bin ein bisschen quer die Leiter hoch. Aber guck mal, die Schalträume habe ich sogar hier in den Stoffräumen schon komplett gebaut, so wie es aussieht. Okay, toll. Du hast Glück. Da sind sogar überall schon Schalter drin. Die Schalträume sind komplett fertig. Die müssen nicht mehr bauen. Weise dich halt selbst, du Ego-Mann. One house open, Slay. Slayer! Slayer-Man. Ganz bett, Jinglas, ja. Jinglas. Ich glaube, hinter den Betten hätte ich eigentlich gerne noch ein Bild oder so ein 4x4, 2x2 Bild, wäre doch geil, ja, oder? Ich hätte ja gern Zwerge hinter den 7 Bergen. Das ist eine andere Sache, ja. Das ist dein eigener Fetisch. Kannst du gerne in deiner Welt ausleben. 7 Zwerge mit 7 Berge, das ist Gangbang mit 7 Männern und 3,5 Frauen. Aber nur 3,5. Ich lasse den letzten Mal hier auf der Ida liegen. Frauen. 3 Frauen in Ordnung, aber die halbe? Ja. Irgendwo muss die siebte, muss der siebte Berg hierher kommen. Achso. Ich dachte, siebte Zwerg. Wollt mal alles Unnötige hier abladen? Monotitte. Monotitte. Sowas unterstütze ich. Auch wenn's lustig ist. Das wäre mal ganz neu Gefühl. Oh, ja. Was ist los? Ja, ich auch schon, um Gottes Willen. Was sagst du dazu, so vom Fach? Genau. Ja, also. Hast du auch eine Monotitte? Fast. Oder hast du Duo? Lina hat übrigens Körbchengröße B. D, Entschuldigung. Z. Nein, D. Haben wir letztens herausgefunden. Hat sich massiv drüber beschwert, dass sie so große Brüste hat. Ja. Hat mich auch schon oft drüber beschwert, dass die so große Brüste hat. Ich weiß, aber mir geht's damit ganz in Ordnung, weil das ist einzigartig. Wenn du jetzt bitte auch in deinen Folgentitel sowie in deinen Text zu große Brüste. Das kommt auf jeden Fall rein, auf jeden Fall. Diese Folge heißt jetzt so, das ist klar. Also. Gut. Nein! Da, Kohli! Du scheiß Nutte! Du Nudist! Du Kackhaufen! Aber du Eumelfurz! Was hast du getan? Ich hoffe, es war gut und hat nicht wehgetan.
Schmerzen, Schmerzen. Mann, jetzt den ganzen Weg fast zurückgefahren. Weil meine Lore entweder weg war oder ich mit der Lore weg. Also konnte ich mich entscheiden. Ich komme jetzt, ja, nichts tun. Danke. Ach, du hast ihn weggeschubst, ja, das ist ja lustig. Ja. Yeah. Hat die Lore losfallen lassen, die Transportlore. Das war gar keine Absicht. Ich wollte eigentlich nur an die Kiste und hab den falschen Knopf. Wollte diese Transport, ich glaube, die wurde einmal. Die können wir jetzt aber nutzen. Wir können jetzt da oben alles hochschiffen, was wir für den Inhalt brauchen. Hochschiffen, der will da hinschiffen. Das darf ich auch.